Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, ich sitze gerade da drüben auf der Couch, habe eigentlich nichts Böses gedacht und bin so meine Videos durchgegangen, die mir halt angeboten werden und stoße da auf ein Video. Die Schöne und das Hypebeast Cover. Official Music Video produced by Chris Q. Hier steht komischerweise, dass ich das ganze Video schon gesehen habe. Stimmt aber nicht. Ich habe mir nur die ersten 5 Sekunden angesehen. Hatte schon den ersten Lachkrampf. Und habe sofort abgedreht, weil ich mir gedacht habe, das müssen wir uns gemeinsam ansehen. Auf Ehrenbruder-Basis habe ich das Video noch nicht gesehen. Bin mega gespannt, es dauert 2 Minuten 43. Und ich glaube, das Ganze wird eher komödiantisch als irgendwie ein Meisterwerk der Musik. Circa wie beim Original auch. Wer das Original noch nicht gesehen hat, das war mein allererster eigener Track. Hier nochmal oben verlinkt, auf jeden Fall abchecken. Vielleicht jetzt sogar kurz pausieren, zuerst das Original ansehen und jetzt dieses Cover mit mir gemeinsam genießen. Ich bin schon mega gespannt, Leute. Er ist, glaube ich, auch so ein kleines Hypebeast und war. Wir schauen es uns einfach an. Okay, also ist schon mal an das Original angelehnt. Das singe ich hier am Anfang auch. Hier singt es eine Frau. Die Location sehen wir gleich einmal, wo er jetzt steht. Ein alter Turnsaal oder so. Also location-technisch. Wirklich nicht schlecht, also kann man auf keinen Fall was sagen, richtig nice Location. Auch mit dem Off-White-Shirt, das er dazu anhat aus der letzten 2018er Kollektion, finde ich ganz nice eigentlich. Bis dahin gibt's nichts Verwerfliches, ich bin echt schon gespannt. Deine Eltern sind konservativ. Wo ist er da im Steffel? Nein, der, nein! Nein, der ist im Steffel, in Wien, dort wo ich diesen Shopping-Vlog gedreht habe. Dort ist ein... Man stellt euch das mal vor, ihr geht in ein Einkaufsgeschäft mit Kamera und fangt dort einfach zu rappen an. Vor allen Leuten, die dort einkaufen. An dieser Stelle, mega Props gehen raus an den Typen, der einfach ein Cover von meinem Track macht. Hut ab, Props gehen raus an dich. Ich verlinke auch unten nochmal in der Infobox sein Video. Also lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da. Allein schon dafür, allein schon, dass er es gemacht hat. Mich hasst dein Vater, eher so die Alternative. Mich hasst deine Mutter, mich hasst dein Vater. Habt ihr das gesehen? Er hat irgendwie gerade mit seinem Kameramann kommuniziert, so ein bisschen. Soll ich jetzt noch weitermachen, Schatz? Ich hasse deine Mutter, ich hasse deinen Vater, der mich gerade nicht mehr. Naja, kurz der Blick. Ich hasse deine Mutter, ich hasse deinen Vater, der mich gerade nicht mehr. Ja, ich weiß, ich habe mich gefragt. Geil, geil, geil. Einfach die Eier zu haben, im Steffel sich hinzustellen und das zu machen. Da braucht man schon Eier dazu, weil die Leute gehen ja vorbei und schauen dich an wie einen Idioten. Wenn du da einfach... Witzig, wirklich. Mit dem Zoom, damit man sich auskennt. Balenciaga, die stehen da. Balenciaga. Mich hasst dein Vater. Nein! Jetzt geht er einfach raus, das ist jetzt auf der Kärntner Straße, geht dann einfach 5 Meter spazieren. Das war nicht so easy. Easy in ihrer Hand, ein Jade, laufen unserem Easy. 1, 2, 3. Geil! Geil! Die sieht in ihrer Hand ein Jade, laufen unserem Easy. 1, 2, 3, 100 Meter sind nicht weit, doch wir sind breit wie die Stripes von Off-White. Geil! Okay, ich weiß aber nicht, meint er das ernst? Ich glaube, es ist eine Parodie, ich weiß nicht, ob das ein ernst gemeintes Cover ist. Richtig nice, jetzt geht er da am Louis Vuitton Store vorbei, aber ich muss nochmal zurückschauen. Er geht so links, rechts, so extrem breit. 300 Meter sind nicht weit, doch wir sind breit wie die Stripes von Off-White. Kapuze hoch inkognito. Kapuze hoch inkognito. Extrem motiviert. Stripes von Off-White. Kapuze hoch inkognito. Doch sie erkennen unseren Style. Hoffnungsloser Szenario. Sie machen Snapchat auf und schreien. Das ist die Schöne und das Hypebeast. Hypebeast, süß wie Arizona Ice-Tea. I see, das ist die Schöne. Jetzt geht ein Moncler Store rein, nein! Das Hypebeast, wir sind die Schöne und das Hypebeast. Hypebeast, ich werde dich lieben und du weißt wie, wir sind die Schöne und das Hypebeast. Ja,
leicht Offbeat, wie beim Original. Nein, nein, das Original ist schon nicht schlecht. Wie findest du das Original jetzt in die Kommentare? Der Vater sieht mich an. Nein, da kommt noch mehr! Nein! Der Vater sieht mich an, sagt Mädchen, wo hast du denn her? Bei diesem Look räumt ihr uns doch die Bude leer. Ich sag, alter Chill, weil vor dir steht der King aus Wien. Und heute steckt mein Zepter in deiner Prinzessin drin. Nein! Nein! Die sind da auf dem Second Floor, dort, wo ich den Shopping-Vlog gedreht hab. Nein! Aus Wien. Und heute steckt mein Zepter in deiner Prinzessin drin. Meine Bros sagen, lass das. Sie wählen nur bei deinem dicken Cash nass. Doch ich weiß, wir beide sind ein richtig nice Team. Du und ich. Er gibt sich's voll. Nein, ich pack mein Leben nicht. Kapuze hoch. Wow, jetzt packt er was aus. Hoch inkognito, doch sehr kennt man seinen Style. Sein. Hoffnungslos das Szenario. Sie machen Snapchat auf und schreien. Das ist die Schöne und das Hypebeast. Hypebeast ist wie Arizona Ice Tea. Ice Tea, das ist die Schöne und das Hypebeast. Wir sind die Schöne und das Hypebeast. Hypebeast, ich werd dich lieben und du weißt wie, wir sind die Schöne und das Hypebeast. Das ist die Schöne und das Hypebeast. Hypebeast. Aber wo ist diese Turnhalle? Ice-Tea, das ist die Schöne und das Hypebeast. Wir sind die Schöne und das Hypebeast. Hypebeast, ich werd dich lieben und du weißt wie. Du weißt wie, wir sind die Schöne und das Hypebeast. Also, ich bin sprachlos. Bevor ich jetzt da mein Feedback dazu abgebe, würde ich gerne mal die Kommentare ansehen. Also es hat ja schon über 5000 Klicks. Jetzt bin ich echt schon gespannt auf die Kommentare. Was? 0,55, wie er die Tür nach außen aufmachen will. Geil, das habe ich nicht mal gesehen. Er probiert irgendwie, er will reingehen, aber... Warum haben wir das nicht nochmal drehen? Also ich glaube schon, ich weiß nicht, ob das so ernst gemeint ist. Ich glaube schon, dass das eine leichte Parodie ist. Du solltest doch vielleicht doch beim Gaming bleiben. Antwort ansehen. Keine Angst, bleibe ich ganz sicher. Okay, er ist also Gamer. Hat einen Off-White-Pullover selbst gemacht, haha. Also kein Flow, es ist nicht im Text und der Text ist auch nicht wirklich gut. Hey, für den Text können die nichts, das ist mein Text, ja? NXA, leg dir mal einen ordentlichen Nutzernamen zu. NXA! Homesides hier, da rappt ja meine Oma besser. Meine vielleicht auch, es wäre schon witzig. Also, wenn die Oma mal einen Track raushauen wird, das ist halt viel Arbeit, aber witzig wäre schon. Sorry. Aber wenn das ernst gemeint ist, dann ist es kacke. Ich bin eben kein Rapper XD. Ich find's geil. Allein schon deswegen, weil sie ein Cover von meinem Track gemacht haben. Weil sie sich einfach diese Arbeit angetan haben. Ich meine, die sind da wirklich auf unterschiedlichste Locations gefahren, haben da was zusammengezimmert, gefilmt und auch aufgenommen. Also Props gehen auf alle Fälle von mir raus. Props gehen raus an euch. Leute, also unbedingt jetzt nochmal unten in der Infobox das Originalvideo anklicken und auf jeden Fall ein Like da lassen. Mega geil. Ich finde es wirklich, wirklich sehr, sehr witzig. Und ich kann nur sagen, mehr davon. Ja? Vielen lieben Dank an dich, Chrissy, für dieses Video. Ich hatte sehr große Unterhaltung bei. Danke. Props gehen raus nochmal an der Stelle an dich. Und jetzt liegt es an euch, liebe Freunde. Ja? Wenn ihr dieses Video witzig gefunden habt, dann lasst auf alle Fälle ein Like da, liebe Freunde. Wenn ihr mein aktuelles Video noch nicht gesehen habt, ich habe erst vor kurzem wieder einen Diss-Track hochgeladen, dann hier nochmal abchecken. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann wird es Zeit, ab in die Maximilian Army. Danke fürs Zuschauen. Euer Maximilian. Homesides hier.